Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich hatte zwei Kommentare in der letzten oder unter der letzten Folge. Und zwar gegen Ende der Folge links stand da, ich blende es auch gleich mal ein, ist wohl irgendeine Riesenschildkröte. Da sollte ich mal schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt hier die kleine Insel gemeint ist, weil das ist irgendwie alles, was hier so gegen Ende der Folge links von mir war. Oder vielleicht auf der kleinen Insel, ich weiß es nicht. Ich sehe hier zumindest noch nichts, aber ist egal, wir schauen einfach mal vorbei, ob wir da was Schönes finden können. Und der andere Kommentar war, dass ich recht hatte, das war tatsächlich Odin, der alte Ganove. Und der taucht wohl immer mal wieder auf und verschwindet wieder. Was ist das da? Sieht nicht aus wie Stein. Könnte eine Schildkröte sein. So, Boot bleibt hier. Ja, der kommt immer mal und verschwindet wohl auch immer wieder. Also wir waren nicht zu spät da. Okay, passiert schon mal nichts. Hier können wir es abbauen. Und da gibt es Chitin. Cool, wir haben eine neue Klinge. Mist, das untere konnte ich jetzt nicht lesen. Aber die machen anscheinend nichts. Es stand da, schau mal. Da ist links hier Riesenschildkröte und Chitin und bla bla bla. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es sieht halt nicht aus wie eine Schildkröte. Entweder ist es das nicht. Die sind noch woanders, weil es stand auch da. Ach da. Oh oh. Ach du Scheiße. Oh nein. Ach, das ganze Ding ist eine Schildkröte, oder was? Oh nein, oh, ich habe da gar keinen Bock drauf. Scheiße, ich dachte vielleicht, ich klopfe hier drauf und hier fängt auf einmal an, eine Schildkröte unten vorzutauchen und ich glaube, da, das ganze Ding ist eine Schildkröte. Aber was machen wir? Ich habe gar keinen Bock, hier auf dem Meer zu sterben. Aber die Sache ist, jetzt haben wir hier einmal Chitin gefunden. Das wäre natürlich schon geil, wenn wir das abbauen können. Ich will auch nicht noch länger warten. Scheiße. Oh oh. Oh nein. Ach komm, wir gehen aufs... Ah, ich habe kaum noch Ausdauer. Ach, die verschwindet einfach. Oh oh. Oh oh. Na gut, wir müssten das hinkriegen. Okay, danke erstmal für den Tipp, dass ich auf meine Ausdauer achten soll. Also einfach nur schnell sein. Gut, jetzt haben wir echt ganz schön was verschenkt von dem Zeug. Nein, 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 die Leiter ist hier drüben. Verdammt, verdammt. Jetzt, oh cool, mit einmal Schaden haben wir es noch geschafft. Ah, und dann dort auch, alles klar. Geilo, was steht denn da? Der Splitter eines Krustentierpanzers. Irgendeine Klinge konnten wir jetzt herstellen, obwohl ich mittlerweile kein Freund mehr von Messern, Schwertern und so weiter bin. Muss halt echt sagen, dass es mir die Schlagwaffe hier der Streitkolben gut angetan hat. Ah, alles klar. Cool, danke für den Tipp, wäre ich nicht drauf gekommen. Von Weitem sieht das halt aus wie Stein. Aber dann weiß ich ja jetzt, was wir machen müssen. Einfach nur ganz schnell so viel abbauen wie möglich. Ich glaube, wenn wir rudern, sind wir wieder schneller. Und dann halt ein bisschen bei der Ausdauer gucken, dass wir rechtzeitig wieder runterkommen. Lass uns das mal noch abbauen. Ich weiß nicht, wie oft wir sowas finden. Wie wichtig das noch ist, ob wir da vielleicht noch andere Sachen mit herstellen können. Ich hatte jetzt leider nur diese Klinge gelesen. Hier drin ist wahrscheinlich nichts neu. Ich glaube mal nur an der Werkbank. Ach, wir können Wolfsläufer bauen. Kriegen wir vielleicht noch mehr. Wir wollten ja die Maipole mal bauen und das hier auch. Und hier die hängende Kohlenpfanne. Müssen wir unbedingt auch mal bauen. Weiß gar nicht, wann die dazugekommen ist. Wahrscheinlich mit der Schmiede, aber ich habe die gar nicht so für voll genommen. Was wir da, ob wir da noch neue Rezepte kriegen oder was wir da schönes kochen können. Irgendwas, irgendeinen Sinn wird sie ja haben. So, schön nah ran. Stopp. Ah, nein, 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 nicht so nah. Ich habe keinen Bock, dass du dann irgendwie mit untergehst. Zurück, zurück. Und ich habe mir die jetzt nicht geweckt. So, na gut, wir bleiben mal ein bisschen näher dran. Was soll's? Wird schon schief gehen. So, her damit. Können wir der auch normal hier so auf den Rücken hauen? Gibt's da Stein? Nee. Gibt nix. Achso, das ist okay. Das ist auch alles nicht abbaubar. Die bleibt aber lange ruhig.
Tiefschlaf oder was? Bleibt ihr sehr, sehr lange ruhig. Und ich habe kaum noch Ausdauer. Nicht so geil. Aber gut, die kündigt sich ja relativ lange an. Dauert ja einen ganzen Moment, bis die anfängt, nach unten zu tauchen. Heißt, wenn das losgeht, können wir uns einfach kurz hinsetzen und wieder Ausdauer generieren. Aber die lässt uns anscheinend, okay. Wir sind ja zum Glück relativ nah am Boot. Ah, jetzt. Jetzt wird die Kleine wach. Aber das wird ja trotzdem noch einen Moment dauern. So. Ja, ich glaube, die da drüben hole ich nicht mehr. Mir etwas zu risikoreich. Obwohl, wir hätten es wahrscheinlich locker geschafft. Ah ja. Was soll's. So. Und weg hier. Ruder doch. Shit, ich komme irgendwie nicht mehr voran. Ruder, 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 du Luder. Los. Was ist hier los? Ist das jetzt an der hier? Gut, wir sind aber einigermaßen weit weg. Ich möchte einfach nur noch mal ein kleines Stück zurück, bitte. Und da verschwindet sie. Wir haben wieder komplett Gegenwind. Was macht der denn? Ruder doch nach vorn. Und der fährt irgendwie komplett in die andere Richtung. Wird so rumfahren. Es wird auch wieder Nacht. Also ich würde ganz gerne mal wieder hier runter, dass wir hier wieder in Küstennähe sind. Und jetzt bitte nach vorne. Wir bewegen uns doch fast gar nicht, oder? War das sonst auch nicht so extrem langsam? Naja. Also wir fahren wieder hier runter zur Küstennähe und grasen dann hier den ganzen Spaß noch ab. Oh, was mache ich denn? Wollte ich nicht. Mal schauen, wie viel Schaden die Klinge macht. Vielleicht ist die ja auch mega geil. Ich habe leider nicht so schnell lesen können, was noch alles für Rezepte freigeschalten wurden. Jetzt sind wir wieder flink unterwegs. Der braucht anscheinend einfach einen ganzen Moment. Gegenwind ist immer noch da. So, hier ist wieder Küste. Wieder eine Vollmondnacht. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Folge ist schon wieder bei 8 Minuten ungefähr. Noch nicht sehr viel weiter gekommen, aber wir mussten uns natürlich den Spaß mal anschauen. Ach, und wir müssten auch schon, stand auch mit im Kommentar. Ihr habt es ja wahrscheinlich am Anfang der Folge gelesen. Ich hatte ihn ja eingeblendet. Oder ich werde ihn eingeblendet haben. Dass wir auch schon ein größeres Boot bauen könnten. Mit Eisennägeln. Die habe ich anscheinend komplett übersprungen. Ich meine, wir sind gerade auch komplett out of Eisen. Dadurch, dass wir alles für das Upgraden verballert haben. Aber vielleicht können wir ja nochmal schauen, dass wir irgendwo nochmal ein bisschen Eisen sammeln. So viel wird es ja nicht kosten. Obwohl ich eigentlich auch keine Lust auf einen Sumpf habe, aber wenn wir uns natürlich ein größeres Boot basteln könnten und schneller unterwegs sind, wäre das wiederum eine gute Zeitersparnis. So, was macht denn der Wind? Immer noch so halb gegen uns. Bringt das was? Ich glaube, wir werden langsamer, oder? Gleich schnell? Weiß es nicht genau. Also entweder nimmt es sich gar nichts oder wir sind ein Ticken langsamer, aber schneller sind wir auf jeden Fall nicht geworden. Oh, hier scheint Küste zu sein. Mal gucken, ob es jetzt gerade runter geht bis hier unten. Dann sind wir hier wieder beim Uralten und hier kommt auf jeden Fall auch Wasser. Wir haben ihn leider immer noch nicht entdeckt. Ich vermute wirklich, er wird nicht auf der Hauptinsel sein. Da sehe ich doch schon wieder Grauzwergenaugen. Oder Gräulingaugen.
Eins von beiden wird es gewesen sein. So, ich möchte wieder ein bisschen weiter zur Küstennähe. Hier auch wirklich den Typen entdecken, wenn wir vorbeifahren. Das wäre natürlich richtig ärgerlich. Wir sind zu weit auf dem Wasser und da fehlen so 10 Meter von dem Entdeckungsradius. Und die ganze Aktion hier war für umsonst. Das bringt natürlich auch nicht viel. Aber auf jeden Fall eine ganze Menge bekommen. Das Zeug ist auch relativ schwer, ne? 50 Stück, 100 Kilo, naja, 2 Kilo pro. Ja, wir können das ja dann auch mal noch ins Boot verfrachten. Weiß halt nicht, wie wertvoll das ist, wie selten sowas kommt. Ich habe jetzt so überhaupt gar nicht drauf geachtet, aber wenn man jedes Mal erst mit dem Boot raus muss, um das auf dem Meer zu finden, wird es wahrscheinlich schon etwas wertvoller sein. Da ist ein Schamane. Hallo. Mal wieder irgendeinen krassen Bau. Ja, wir kommen auf jeden Fall hier unten raus. Links sehe ich kein Festland, also müssen wir nicht unbedingt links weiter links fahren. Der Wind ist voll gegen uns. Haben da leider kein Glück. So ein Motorboot wäre es, oder? Wären wir auf jeden Fall flinker unterwegs. Naja. Ja, letzte Folge kam leider wieder erst 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Heute schaffe ich es mal pünktlich, weil ich die jetzt gerade früh aufnehme. Dann ist genug Zeit, aber der Upload ist momentan einfach wirklich... Da kriege ich Brechreiz. 3 Stunden für 5 GB, nicht mal ganz 5 GB, was so eine Folge groß ist. Das ist schon ein bisschen traurig, aber wir können es nicht ändern. Muss halt einfach versuchen, ein bisschen zeitiger aufzunehmen. Oh, hier müssen wir mal schauen. Wir müssten rechts vorbeikommen, ne? Der Wind ist nicht mehr so komplett gegen uns. Nur noch so halb. Ich glaube, jetzt sind wir wieder ein bisschen schneller dadurch. Da ist wieder Odi. Ey, jetzt sehen wir den voll oft, oder was? Krass, ich habe den vorher noch nie gesehen. Tatsächlich nicht. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern und ich würde mich, glaube ich, dran erinnern. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt habe ich zu lange nach Odin geklotzt. Oh, au, 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 au. Ah, nein, nein, nein. Wir können generell mal kurz schauen. Na ja, gut, hat noch genügend Leben. Mal gucken, wie der... Ey! Gibt's ja wohl nicht. Wie, der hat nicht getroffen. Sag mal. Jetzt treffe ich den nicht. Wenn der jetzt mein Boot ankratzt, flippe ich aus. Aber wir könnten versuchen, unser Boot so zu drehen. Kommen wir schneller hier wieder aus der komischen Lage raus. Ja, was soll denn das? Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Aua. Na gut, aua, nicht wirklich. 0,5. Ich treffe die im Wasser nicht. So kann ich halt nur mit Fäusten... Nein, wir ertrinken gleich. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Au, 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 au. Warum treffe ich die denn im Wasser nicht? Keine Chance. Entweder... ich würde sagen, das backt. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal auf die scheißen. Anders geht's nicht. Und müssen uns hier wieder raus manövrieren. Wir fahren doch mal lieber draußen, also einmal hier drumherum. Kriege ich jetzt mit dem Wendekreis eh nicht hin, das Ding hier so ordentlich. Na gut, könnte vielleicht, aber ich möchte auch nicht nochmal an den Grauzwergen vorbei. Aua! Die können beim Schwimmen, können die Steine werfen. Möchte ich beim Schwimmen auch Bogen schießen können, sonst ist das ungerecht. Ey, 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 geht mal alle weg. So. Wir sind wieder so halbwegs auf Kurs. Auch nicht ganz, aber gleich. Und dann kommen wir gleich beim Uralten an. Und ich denke mal, in der nächsten Folge könnten wir es vielleicht schaffen. Wenn nicht nochmal 1000 neue Sachen dazwischen kommen, die wir uns erst anschauen müssen. Könnten wir es vielleicht schaffen, wieder zu Hause zu sein. Obwohl ich gar nicht nach Hause möchte. Möchte viel lieber den Händler finden. So, jetzt aber. Hier drüben Festland. Das sind nur dunkle Wolken, ne? Weil da hinten leuchtet irgendwas grün, aber es könnte auch der Baum sein.
So, wir sind wieder voll im Gegenwind. Naja, nicht ganz. Aber so ein größeres Boot, was da vielleicht doch eine Nummer schneller ist, wäre mir schon ganz lieb. So, hier ist auf jeden Fall überall wieder Küste. Ja, jetzt sind wir doch relativ flink unterwegs. Das haut hin. Also, das können wir alles noch erkunden. Wenn wir den guten Knochenwanz dann besiegt haben und das Silber im Gebirge finden können, dann können wir uns nämlich auch endlich diesen Wolfsumhang fertigen, durch den wir dann generell dauerhaft vor Kälte geschützt sind. Dann kann man auch im Gebirge mal ein bisschen mehr erkunden. Na klar, der Met geht schon klar, aber kostet halt auch immer relativ viel. Oh, okay, hier ist überall Küste. Ach so, ja, wissen wir ja schon. Wir müssen einmal links. Hier sind wir ja schon lang gelaufen, also müssen wir da auch nicht mehr ganz so nah ran. Jetzt sind wir wieder voll im Gegenwind. Geil. Hätte gerne einen Met des Rückenwindes. Das wäre doch mal eine Idee fürs Spiel. Beten wir zu den Göttern. Oder wir fragen Odin. Wenn wir ihn sehen, können wir ihn einfach fragen, dass er mal kurz den Wind dreht. Wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Jetzt sind wir, glaube ich, ja, wenn der Wind so steht, sind wir, glaube ich, mit dem Rudern schneller dran. Oder? Ja, ich glaube schon. Naja, wir können es nicht ändern. Dann machen wir gleich wieder hier oben lang. Ja, na gut, das ist schon noch ein ganz schönes Stückchen bis hier unten. Und wo hier das Ende ist, wissen wir auch noch nicht. Aber ich denke mal, es wird sich nicht mehr so weit ziehen. Weiß nicht, was sind wir denn gerade? Folge 3, Folge 4 auf der Suche nach dem Händler? Ich glaube die 3. Wir waren einmal zu Fuß unterwegs. Und dann haben wir uns aufs Boot geschwungen, sind das die erste Folge vom Boot bis hier, die zweite bis hier. Na gut, mit dem Fußweg ist das jetzt 1, 2, 3, Folge 4. Dann brauchen wir definitiv noch Folge 5 und Folge 6 bis, naja, vielleicht Folge 5 bis nach Hause, wenn es schlecht läuft, Folge 6. Und noch 2 Folgen. Und dann wollen wir ja den unteren Teil mal noch ein bisschen absuchen. Ich würde sagen, wenn wir dann auch hier unten nochmal so 4-5 Folgen brauchen, um hier alles zu umrunden und wir ihn immer noch nicht gefunden haben, könnte man vielleicht überlegen, da mal nachzuschauen, wo der ist. Hat ja gesagt, ich möchte das nicht sofort machen, aber ich sag mal, wenn wir 10 Folgen damit verbringen, will euch halt auch nicht so dolle langweilen. Denn die Bootsfahrten sind halt nicht immer so das Spannendste. Aber ich überlege mal noch. Vielleicht finden wir ihn ja auch und ich brauche gar nicht drüber nachdenken. Was ist hier, so eine Holltröhle? Eine Holltröhle. So heißt die Folge definitiv. Eine Trollhöhle. Ich muss sagen, ich hatte ja jetzt letztens einen Trollangriff gehabt, wo ich außerhalb des Let's Plays gespielt habe. Und wir können uns ja tatsächlich mittlerweile im Nahkampf so einem Troll stellen. Das ist gar kein Problem mit der Rüstung, die wir haben. Dann wäre es vielleicht auch interessant, mal so eine Trollhöhle mal wieder reinzugehen, weil ich hatte am Anfang da mega Schiss vor, weil Nahkampf-Troll ging halt ging halt so gar nicht klar. Aber mittlerweile geht das klar und vielleicht sind da ja viele Münzen oder so versteckt. So, wir sind wieder hier. Ich würde sagen, wir können ein kleines Stück weiter rüber aufs Meer, weil wir hier die Küste schon lang gelaufen sind. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja hier oder hier oder hier irgendwo noch... Ich wollte es gerade sagen, eine Insel, und da drüben ist nämlich eine. Also würde ich jetzt den Weg hier runter mal ein bisschen mittiger fahren, dass wir auch die Inseln, die Nachbarinseln ein bisschen mit entdecken. Aber wir müssen dann leider an der Stelle hier schon wieder Schluss machen mit der Folge. Wieder verdammt schnell rum, aber naja, ein kleines Stück haben wir geschafft, wir haben Chitin gefunden und sind dann so langsam wieder auf dem Rückweg. Wir gehen mal noch ein Stück weiter links.
Wie gesagt, das haben wir ja alles schon. Da brauche ich nicht so nah fahren. Dann ist es mir lieber, wir schauen mal kurz nach den Nachbarinseln. Und dann würde ich sagen, schauen wir nächste Folge hier mal noch ein bisschen lang. Und je nachdem, wie weit wir kommen, dann Richtung Basis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut.